Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 299 von Simotrans. Ja, der EC ist da gerade unten durch. Jetzt müssen wir mal gucken. Der fuhr ja irgendwo in den Bahnhof rein, oder? Genau, hier fährt er rein und da passt er ja letztes Mal was nicht, ne? Hier 630 Leute gehen da gleich nur rein. Wir müssen definitiv schauen, wo das Problem liegt. Das ist Haltlänge 9 hat der Zug. Machen wir den Bahnhof zu und hier sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also er ist nur 8 und sieht so aus, als ob der Zug drin steht, tut er aber gar nicht. So, dann wollen wir mal flott umbauen. Ja, wie machen wir das? Hier. Erstmal reißen wir schnell weg. Und dann würde ich gerne das hier machen. Und dann die Schräge davor. Und dann würde ich aber eine Brücke davor haben wollen. 210 ist leider die schnellste. Also diese so hinhaben. Dann schnell das Gleis bei 350 Stundenkilometer bauen. Haben wir. Und dann noch die Oberleitung schnell dahin. Und dann sollte es wieder funktionieren. Gut, hier wird er langsamer, ist so, aber der ist sowieso langsamer wegen der Steigung. So, und auf der anderen Seite würde ich das gleiche machen. Der Lokschuppen da oben hat also doch noch einen Sinn bekommen. Der da unten, ne, ist dann jetzt abzureißen. So kommt's. Der fährt geradeaus durch. Dann können wir hier alles sofort wegreißen. Und dann da den hinsetzen. Die Schräge davor. Und die Brücke bauen mit, ne, das ist sie nicht, das ist sie, mit 210 km/h. Passt. Und dann das noch dahin. Und dann ist das schon mal gut. Stromleitung noch dazu. Und alles ist pretty. Gut. So, jetzt ist da. Also, jetzt müssen wir natürlich noch das hier verlängern. 256. Größer geht ja nicht, oder? Auch hier wäre mit Brust. 192 Personen, nee, dann ist das schon so richtig, machen wir so. Sieht dann auch passend aus. Okay, dann haben wir das hier soweit. Dann schauen wir mal hier. Eigentlich müssten wir den Zug hier gerade ausschicken, ne? Aber wegen dem See geht das wahrscheinlich nicht. Aber hier das Stück, das können wir definitiv hier lang machen. Weil jede Kurve, die der macht, ne, verliert er an Geschwindigkeit. 1, 2, 3, 4 Kurven. Aus 4 können wir eine machen, ne? Dann klappt das. Ich denke mal, das sollten wir auch tun. Fangen wir, glaube ich, hier rechts an. Ziehen das Gleis da lang. Na, ich glaube, ich muss es Schritt für Schritt machen und sehe nicht, wie passend das ist. Jetzt habe ich so einen Versatz doch noch da drin, ne? Ist das hier schon angekommen? Ja, da ist schon angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier länger ziehen und dann müssen wir mal gucken. Okay, das wäre hier jetzt dann. Okay, das bedeutet, ja, jetzt müssen wir hier das Geländer anheben. Ich glaube hier auch noch, oder? So, jetzt schauen wir mal die 350 Geschichte. Ne, da muss auch noch eine angehoben werden, sonst geht's nicht. Ich weiß nicht, ob schon passt, müssen wir mal schauen, oder? Ich glaube noch nicht, ne? Ne, macht er nicht. Das heißt, wir müssen hier noch eine Reihe anheben. Starke Bodenarbeiten. Und jetzt sollte es gehen.
Ja, wäre gut geklappt, ne? Oh. So, jetzt ist richtig hier. Das weg. Und das hin, aber das klappt auch nicht so, wie ich sehe. Hier geht's, aber da muss noch eine Aufschüttung hin. So, jetzt sollte das Gleis passen. So, langziehen. Und hier geht es wahrscheinlich auch nicht. Genau so ist es. Dann müssen wir dann das hier benutzen und diese Schräge zweimal wegmachen. Dann klappt es auch mit dem Gleis. So. Hochspannungsleitung. Oberleitung, nicht Hochleitung. So, durchgezogen, fertig. So, Signale noch vielleicht. So. Und so. Und dann reißen wir da oben einfach ab, oder? Passen, ne? Der steht gerade da. Der steht gerade da. Doof. Doof gelaufen. Strom nochmal dran, damit er da durchfahren kann. So. Darf sie da fahren? Ja, macht er auch. Und so, jetzt können wir das aber nehmen, ne? Den weg. Der ist auch weg. Und da rechts sehe ich schon noch einen Zipfel. Da ist noch was stehen geblieben. Also, weil da die Kehre ist. Das muss bis dahin weg und das muss bis dahin weg. So sieht es gut aus. Hier machen wir noch die Hochspannung, also die Oberleitung, die Hochgeschwindigkeitsoberleitung gerade. Ich glaube, hier muss es auch noch richtig, oder? Ne, passt schon. So, da kommt er und fährt durch. Der findet keinen Zug mehr, haben wir erledigt. Jetzt sollten die dann doch ein paar Sekunden schneller sein, oder? 330 hat er hier. Oh, der ist durch die Kurve sogar mit 330 durchgefahren. Oh, hier passt was nicht. Okay, dann sollten wir da mal. Ja. Jetzt müssen wir da nochmal gucken. Hier ist was signaltechnisch nicht in Ordnung. Da kann er irgendwie abkürzen. Sollte er besser nicht tun. So, jetzt fährt er da durch. Ich habe gerade, meine ich, gesehen, dass er durch die Strecke, die wir hier neu gebaut haben, mit sehr hoher Geschwindigkeit da durchgefahren ist. Da stelle ich mir jetzt gerade die Frage. Den verfolgen wir doch jetzt mal. 330 km/h fährt er, volle Leistung. Jetzt hier um eine Kurve. Na doch, da wird er langsamer. Jetzt wird er natürlich noch mal langsamer. Oder wird er langsamer, weil da auch noch Weichen in der Kurve sind? Das wäre noch eine gute Frage, ne?
Hier können wir jetzt gerade gucken, ob er die 680 auch auflädt. Das wird ja jetzt gehen. Ja, macht er auch. Nimmt der Fahrt auf. Durch die Kurve ist er jetzt, glaube ich, nicht gebremst, oder doch? Relativ wenig auf jeden Fall. Und die jetzt kommt, da ist er, glaube ich, mit voller Geschwindigkeit durchgefahren, meine ich. Sehen wir ja jetzt. Ich glaube, da ist er voll durchgebrettert. Ja, ohne Geschwindigkeitsverminderung. Hier ist irgendwie was anders wie bei den anderen. Weil bei der ersten Kurve, ja okay, wenn das doppelt ist, dann ist es vielleicht so. Vielleicht ist es, wenn er hier lang geht, anders wie wenn er da lang geht. Das ist natürlich auch noch eine Frage, ne? Vielleicht weiß das ja einer. Das wäre ja cool, ne? Also hier wäre jetzt tatsächlich interessant, die Gleise geradeaus durchzuführen dann. Und hier nur einen Schwenk zu machen dann. Ja, weiß ich nicht, ob wir das Projekt da noch starten sollten. Das ist eine Kurve weniger, ne? Was wir hier auf jeden Fall machen müssen, wie wir gerade schon wieder sehen, der steht doch dahinter schon im Stau, ne, oder? Ne, er ist noch nicht da. Aber das müssen wir auch ändern. Da müssen wir gucken, dass wir hier die Einfahrt für die Züge anders machen. Und die können wir eigentlich hier auch definitiv von hinten machen, ne? Ich glaube, wir müssen noch einen mehr machen. Und dann machen wir hier die Gleise so. Warte mal, das können wir doch dann direkt an das dritte Gleis da oben so anschließen. So. Dann reichen hier die 210er Oberleitung. So sieht das doch gut aus, oder? So, und dann müssen wir hier nur das Splitgleis wegnehmen. Dann fährt der andere auch definitiv da lang, ne? Das sollte funktionieren. So, allerdings müssen wir jetzt hier noch hin. 160 hatten wir gemacht, ne? Und eine Brücke auch 160. Passt. Lass mal lieber nochmal hier die 160 da. Aber wo fährt er denn jetzt lang? Irgendwas ist da fehlgelaufen. Warum fährt er denn jetzt nicht das Gleis da lang, sondern das da lang? War er da schon drauf oder was? Ist hier kein Strom? Wahrscheinlich das, oder? Ich weiß es nicht, aber jetzt haben wir es richtig gemacht. 160er Gleis. Sitzt noch hier hoch. Da müssen wir auch aufschütten. Ich glaube, zwei Felder müssen wir da machen. Und dann da den Rand hoch. Würde man sagen, so, oder? 160er Gleis wieder angepackt und geht so. Strom dran. Achso, und hier müssen wir noch so ein Teil machen, damit er da auch die Spur wechseln kann, um dahin zu fahren. Ne? Hier fehlt jetzt tatsächlich Strom, oder? Ich glaube, so ist gut. So, der fährt definitiv schon mal hier lang. Das ist ja schon mal schön. Und der andere fährt jetzt auch da lang. Das war wahrscheinlich, weil wir da irgendwie noch eine Reservierung hatten oder sowas, ne? Gut. Da müssten wir ja nur gerade gucken, ob er auch wieder richtig rausfährt.
Dann wäre dieses Stück hier über, ne? Kann aber erstmal bleiben, oder? Also mal gucken. So, der ist angekommen. 680 fährt der. Und er fährt da lang, das ist also auch richtig. Sonst, wenn er keinen Weg finden würde, wird er da auch nicht lang fahren. Passt also. So, und jetzt würde mich noch interessieren, wenn wir hier Richtungssignal freie Fahrt, Richtungssignal Halt. Das heißt, das ist Einbahnstraßenschild sozusagen. Das hier Vorsignal 2 Block. Jetzt würde mich noch interessieren, weil der eine ja immer hier Vorrang hat, ne? Okay, das geht so nicht. Dann würde ich sagen, machen wir dieses Schild da mal weg und machen das dann dahin und hoffen, dass das funktioniert. Warte mal, wir haben B. Okay, er hat sich jetzt natürlich nicht den Güterzug reserviert davor. Ich weiß nicht, ob dieses zwei Strecken, ne, zwei ab, aber das Vorsignal 2 Block. Er müsste eigentlich beide reservieren dann. So, der Güterzug hat sich das reserviert. Der ICE steht da drinnen jetzt und entlädt. Der Güterzug wird weg sein. Er ist schon bereit zu fahren, kann er aber nicht, weil der andere da jetzt noch im Weg ist. Er will hier so rum. Aha, da fehlt ein Gleis, sonst wäre er vielleicht schon gefahren. Dann machen wir das doch so. Das nächste Mal sollte das dann klappen, aber wieder unser Rot ist aus. Nur mal gucken. Ah, da kommt schon der ICE. Was reserviert er denn jetzt hier? Nur ein Signal. Jetzt hat er aber alles reserviert. Und der flitzt da als erstes rein. Da kam ja das Rot von oben, von ihm, ja? Jetzt holt er sich erst das. Vielleicht hat dieses Signal die Wirkung, dass er Vorrang kriegt. Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Okay, schauen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.